Aus alt wird neu. Neuenwalde bekommt ein brandneues Feuerwehrhaus. Im Rohbau treffen sich Nachbarn und Ortsfeuerwehr zu einem Richtfest. Es gehört für uns Neuenwalde dazu, dass jedes Haus gerichtet wird mit einer Richtkrone. Und das finde ich etwas ganz Besonderes, dass die Nachbarn gesagt haben, wir binden den Kranz und hier kommt eine Richtkrone von uns Nachbarn hin. Und das zeigt ja, dass die Nachbarn hier in der Nähe zu diesem Feuerwehrhaus stehen. Natürlich auch die anderen Neuenwalder. Die Richtkrone, ein Kranz aus 4 aufgesetzten Bügeln, geschmückt mit bunten Bändern. Sie gilt als Zeichen der Fertigstellung des Rohbaus und wird an einem der höchsten Balken befestigt. Ein weiteres Ritual, der Richtspruch. Ein Dank an den Bauherrn und eine Bitte um Gottes Segen für das Haus. Die zerschlagene Flasche Schnaps soll Glück bringen. Die Feuerwehr im Ort ist wichtig, in jedem Ort ist wichtig, aus gesellschaftlichen Gründen und auch um eine Schnelligkeit gewährleisten zu können. Die erste Hilfe ist immer die wichtigste. Umso schneller die kleineren Ortswehren auch an ihrem Einsatzort sind, umso schneller kann geholfen werden. Die Ortsbürgermeisterin von Neuenwalde und der Bürgermeister von Geestland begrüßen die Gäste im Rohbau. Nach dem Brand im alten Feuerwehrhaus musste eine neue Unterkunft her. Den gestiegenen Anforderungen an die Feuerwehr wurden mit dem Neubau Rechnung getragen. Wenn man es so sieht, hatte der verheerende Brand sogar etwas Gutes. Circa 1 Million Euro wurden investiert. Das ist ja ein bisschen über uns gekommen durch den Brandschaden, den wir vor 2 Jahren ungefähr hatten hier in Neuenwalde. Dann war es einiges zu klären mit der Versicherung. Dann musste ein neues Grundstück erworben werden. Das haben wir hier gefunden in sehr geeigneter Lage. Und wir haben jetzt vorgesehen, ein Gebäude für 2 Einstellplätze für die beiden Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Neuenwalde mit einer Grundfläche von 18 mal 22 Meter ungefähr. Im Verwaltungstrakt sozusagen, wenn man es so nennen will, 2-geschossig, 1-geschossig im Bereich der Halle. Und wir haben eine Option auf Errichtung eines 3. Einstellplatzes. Deshalb haben wir eine erhebliche Gebäudehöhe auch erreicht. Gegen Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann kann das Feuerwehrhaus eingeweiht werden.